Hallo, wir sind Geeks Live Luxemburg auf der Animagic 2016. Wir sind hier mit Philipp Perband von Manga Hamburg. Hallo. Was ist Manga Hamburg? Manga Hamburg ist eine Manga-Zeichenschule, die vor, oh meine Güte, fast schon 10 Jahren gegründet worden ist. Die Zeit rennt doch irgendwie sehr schnell. Und wir haben damals gesagt, wir machen eine Zeichenschule, aber sie soll etwas Besonderes haben. Und ich persönlich liebe Mangas und Animes und habe gesagt, das ist mein Favorite. Und deswegen möchte ich eine Zeichenschule machen, die sich darauf spezialisiert. Dann habe ich geschaut und habe gesehen, es gibt so in Deutschland nichts Vergleichbares. Und habe gesagt, gut, dann machen wir eine Manga-Zeichenschule auf und haben mit einem Freitagskurs angefangen. Man lernt bei uns Manga zeichnen, auch als Anfänger oder auch als fortgeschrittener Zeichner kann man bei uns viel erlernen. Ja, das ist so unser Ziel, was wir uns gesteckt haben. Wie ist Manga Hamburg entstanden? Manga Hamburg ist entstanden aus dem Bedürfnis, eine Zeichenschule zu gründen. Ich habe immer sehr viel Spaß gehabt und auch immer noch Spaß mit Leuten zusammenzuarbeiten, denen kreative Techniken in der Illustration und im Zeichnen beizubringen und habe davor schon als Dozent an einer anderen privaten Kunstschule gearbeitet, habe dort Erfahrungen gesammelt und habe nach 5 Jahren gesagt, okay, jetzt mache ich mich selbstständig mit Manga Hamburg und daraus ist es dann entstanden. Genau. Was bieten Sie auf der Animagic hier an? Oh, auf der Animagic, das ist was sehr Spezielles, was wir hier machen, weil wir machen, es gibt ja einige Messen in Deutschland im Anime- und Manga-Bereich, aber auf der Animagic sind wir tatsächlich komplett mit der ganzen Schule vertreten. Das heißt, wir nehmen unser ganzes Equipment aus Hamburg mit und bauen das hier auf. Wir haben ein 10-köpfiges Team dabei. Wir zeigen hier vom analogen Zeichnen hin zur analogen Koloration, also Dinge farbig machen, hin zu Computerkoloration, wo man direkt mit einem Plastikstift auf einem Monitor zeichnen kann. Alles, was es so gibt momentan im technischen Bereich, sage ich mal. Copic Marker ist auch ein wichtiger Begriff. Das sind so Filzstifte, obwohl man darf die nicht Filzstifte nennen, es sind Marker halt, Filzmarker, und die eine sehr große Leuchtkraft haben. Diese ganzen Dinge, die es so gibt an Equipment, ja, kann man bei uns austesten, ausprobieren, hier auf der Animagic, sich das anschauen, kostet nichts, man kann sich einfach hier hinsetzen, sich beraten lassen, zeichnen, Spaß haben, ja, das machen wir hier. Wenn wir von Equipment reden, was meinen Sie genau damit? Also das Equipment teilt sich auf, wir teilen es immer auf in analog und digital. Damals gab es natürlich nur die analoge Technik vor der Computerzeit. Mittlerweile haben wir auch die Computer. Das bedeutet allerdings nicht, manchmal habe ich Leute oder auch Eltern, die kommen mit ihren Kindern in unsere Schule und sehen diese ganzen Computer und haben erstmal, oh, wird hier jetzt nur Facebook gemacht oder sind die nur am Zocken oder so. Wir versuchen dann erstmal zu erklären, dass der Computer bei uns als weiteres Werkzeug benutzt wird, um zu zeichnen, also um kreativ mit dem Computer zu arbeiten und nicht um jetzt, wir haben ja kein Internetcafé aufgemacht, wo man irgendwie jetzt im Netz surfen soll. Und das ist unser Equipment digital, was wir mit Wacom-Produkten bestückt haben. Das sind diese Monitore, auf denen man zeichnen kann. Und dann haben wir aber auch die ganz klassische Technik, die wir anbieten, natürlich Bleistift, Papier, Radiergummi. Denn ich sage immer, der beste Computer nützt mir nichts, wenn ich nicht auch mit dem Bleistift zeichnen kann. Ja, das ist so, als würde ich mir, ich fange heute an, Geige zu lernen und kaufe mir eine Stradivari zum Beispiel oder ein ganz tolles, sehr teures Instrument. Das bedeutet aber nicht, dass ich am nächsten Tag enorm gut spielen kann. Ja, also man muss auch erstmal mit den Basics anfangen. Bei den digitalen Sachen, wo Sie haben, was für Programme benutzen Sie? Wir benutzen bei unseren digitalen Maschinen, haben wir mehrere unterschiedliche Software. Es kommt auch von Jahr zu Jahr neue Software dazu. Da ist viel Bewegung im Markt, stellen wir fest. Damals gab es eigentlich nur Photoshop, das war so das Urgestein. Das gibt es natürlich auch immer noch. Mit dem arbeiten wir auch bei uns, bei Manga Hamburg. Momentan in der CC, in so einer Cloud-Version, wird das angeboten. Wir haben aber auch Clip Studio Paint, ein Programm, was ich immer empfehlen kann, weil es halt kostengünstig ist und sehr, sehr viel kann. Wir haben Manga Studio 4, was wir mit anbieten. Wir haben, das Programm hat ein bisschen bekloppten Namen, das heißt Medibang Paint Pro.
Also nochmal zu Medibang Paint Pro. Kostet gar nichts. Also günstiger geht's nicht. Guckt euch das an. Läuft auf Android-Geräten, auf iPads, auf OS X-Geräten, auf Windows-Geräten, auf allem eigentlich. Wahrscheinlich sogar auf so einem alten Nokia-Knochen wird man das so im Laufen kriegen. Und ist eine witzige Software. Und so ähnlich wie GIMP, auch für umsonst. Aber GIMP ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen, sage ich mal. Kommt ein bisschen hölzern daher. Ist eine gute Software. Ich will hier nichts schlecht reden, ja. Jeder hat ja auch so seine Vorlieben. So. Aber wir versuchen halt viele Software-Möglichkeiten anzubieten. Lernen ja auch immer ständig noch dazu. Gucken uns Sachen an. Und wenn wir sie für gut befinden, dann versuchen wir sie mit ins Programm aufzunehmen. Ah, ArtRage habe ich vergessen. Auch noch ein Programm, was wir haben. Wenn Leute im Workshop teilnehmen, wie sieht das aus? Kommen sie nur her, kriegen eine Aufgabe, wo sie zeichnen sollen, oder wie gehen sie da vor mit den Workshops? In den Workshops, also jetzt von der Schule in Hamburg zum Beispiel oder auch in Neuss-Düsseldorf, da haben wir eine zweite Schule 2014 gegründet, wo wir drei Samstagskurse haben. Es ist so, es steht nicht bei uns ein Lehrer oder ein Dozent vorne an der Tafel und sagt, heute zeichnen wir alle hier einen Wald oder Bäume, und die Hälfte der Klasse sagt, oh, da haben wir gar keine Lust zu, wir wollten doch eigentlich was anderes machen, sondern wir machen das so, die Schüler kommen zu uns oder Interessenten kommen zu uns und die haben meistens auch schon einen ziemlich genauen Plan, was sie machen wollen, und sagen, Mensch, ich kriege die Hände nicht hin, oder meine Haare sehen immer so komisch aus, oder ich kriege Haare und Hände nicht hin, und Klamotten möchte ich auch ganz gern, und wie ist das eigentlich mit der Anatomie oder meine Hintergründe, wie kriege ich Fluchtpunktperspektive hin, wie funktioniert Licht und Schatten, all diese Sachen werden da sehr mit genauen Fragen gelöchert, und wir versuchen dann, diese Fragen auch ganz gezielt so gut wie möglich zu beantworten, ohne jetzt einen riesen Katalog vorher erstmal durchzuarbeiten, sondern dass wir direkt auf die Fragen eingehen. Wir sehen auch sehr schnell, auf welchem Stand der Zeichner ist, wo man sagen kann, okay, das macht Sinn, dass du jetzt das nochmal ein bisschen übst. Ne? Hände zeichnen zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, weil Hände sind nicht so einfach zu zeichnen. Und es ist also, man könnte sagen, ein Individualunterricht auf die jeweilige Person so gut wie möglich zugeschnitten. Von allen Studenten oder Leuten, die in den Workshop gekommen sind, haben Sie da Leute, wo schon was veröffentlicht haben, wo man auch was finden kann? Ja, das ist natürlich ein ganz interessantes Thema. Wir haben einen Altersdurchschnitt bei unseren Kursen von ungefähr 13, 14, 15. So, die sind also noch sehr jung. So, die fangen alle an und wollen jetzt dazulernen. Und wir haben aber einige auch schon ältere Schüler, die damals bei mir waren, die jetzt anfangen zu studieren, die zum Beispiel in die Richtung Fotografie, Industriedesign, habe ich einen Schüler, der das macht. Wir haben unsere eine Dozentin, die Mariam, die ein Kochbuch rausgebracht hat, gerade das zweite Kochbuch, das Manga-Kochbuch mit der Angelina Paustian, was wir hier auch auf dem Stand haben, was man sich angucken kann, was ganz toll geworden ist. Und natürlich, ich versuche die Schüler immer dahin zu pushen, zu sagen, versucht doch ein eigenes Doujinshi mal rauszubringen oder einen eigenen kleinen Manga sozusagen, oder auch wenn ihr nur eine Kurzgeschichte macht, um da reinzukommen. Es ist viel Arbeit. Man muss nicht nur gut zeichnen können, sondern auch die Idee haben, die irgendwo dann fruchtet, wo man sagt, okay, das ist eine coole Idee, das möchte ich auch als Geschichte verpacken. Und ich bin aber ziemlich sicher, dass da in den kommenden Jahren eine ganze Menge kommen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ihr könnt euch, oder jeder kann sich nach unserer Internetseite angucken, unseren Instagram-Account, wo man sieht, was die Schüler bei uns so schon jetzt bewerkstelligen, und da bleibt einem teilweise die Spucke weg. Das sind ganz tolle Sachen, die da jetzt schon entstehen. So. Letzte Frage wäre mit dem Preis. Was kostet der Workshop bei Ihnen? Ja, also die Workshops haben wir auch. Das sind Workshops sind ja geschlossene Kurse. Das machen wir immer in den Hamburger Schulferien, und zwar in den Frühlingsferien, Sommerferien und Herbstferien. Das sind dann 3 Tage am Stück, kostet 70 Euro, a 3 Stunden. Das heißt, man kommt auf 9 Stunden insgesamt. Da kriegt man schon was gerissen. Und der eigentliche fortlaufende Kurs, und das ist das Besondere, das ist nämlich ein Kurs, der fortlaufend ist. Das heißt, ich suche mir einen Tag in der Woche raus. In Hamburg bieten wir fast an jedem Tag Kurse jetzt an, bis auf Donnerstag und Sonntags. Und dann kann ich dorthin gehen, jeden Tag, also nicht jeden Tag, sondern immer den Tag, den ich mir ausgesucht habe in der Woche, so lange wie ich lustig bin. Und das kostet 53 Euro im Monat, das ist der Monatsbeitrag, inklusive Material. Also Papierstifte und so, das muss man nicht mitbringen, das ist alles bei uns. Und dafür hat man dann 4 Termine im Monat. Und wir haben Schüler, die bei uns schon seit mehreren Jahren dabei sind und immer noch viel Spaß haben, und ja. So läuft es. Wo kann man Sie finden?
Bei Google, im Internet natürlich. Wir haben dort zwei Seiten, einmal Manga Hamburg und einmal Manga Düsseldorf oder Neuss Düsseldorf, weil die Schule ist in Neuss, das ist in der Nähe von Düsseldorf. Ich als Hamburger musste erstmal lernen, dass das doch unterschiedliche Regionen sind. Sie liegen zwar ganz dicht aneinander, aber die Neusser sind Neusser und die Düsseldorfer sind Düsseldorfer und das ist auch gut so. Und wir sitzen da in der Oberstraße 105 in Neuss und in Hamburg sitzen wir in der Wohlersallee 24a, was in Hamburg ist, in Altona, in dem Stadtbezirk halt Altona in Hamburg. Da kann man uns finden und natürlich im Internet. Dann sage ich vielmals danke. Ja, ich hab zu danken. Und wenn ihr Lust habt, checkt Manga Hamburg aus. Ja, also, ja. But now I'm